Ja, herzlich willkommen zu meinem neuen Tutorial. Heute möchte ich euch zeigen, wie man die Funktionsgleichung einer Geraden bestimmen kann. Dazu möchte ich zunächst die Steigung dieser Geraden berechnen und anschließend noch den y-Achsenabschnitt. Dazu habe ich auch schon was vorbereitet, nämlich ein kleines Koordinatensystem, in das wir jetzt mal eine Gerade einzeichnen werden. Und zwar ist eine Gerade ja immer definiert durch zwei Punkte, die man sich ja beliebig aussuchen kann. Ich nehme jetzt mal den Punkt 1, 1 und den Punkt 4, 3, der hier liegt. Und durch das Ganze zeichne ich jetzt auch mal die Gerade durch. Ja, das wäre dann unsere Gerade, klein g. Und die zwei Punkte können wir auch benennen, Punkt A beispielsweise und Punkt B. Ja, das wäre unsere Gerade. Wie schon gesagt, zunächst möchte ich mal die Steigung berechnen. Um die Steigung zu berechnen, verwende ich ein kleines Hilfsmittel, nämlich ein sogenanntes Steigungsdreieck. Das Steigungsdreieck wird folgendermaßen erstellt. Man zieht eine Parallele sowohl zur x- als auch zur y-Achse durch den Punkt A bzw. durch den Punkt B. Das Ganze sieht so aus. Ich zeichne das jetzt mal in gestrichelten Linien ein. Einmal die Parallele zur x-Achse und einmal die Parallele zur y-Achse, sodass hier ein rechtwinkliges Dreieck entsteht. Was benötigen wir jetzt, damit wir die Steigung berechnen können? Allgemein ist ja eine Gerade angegeben mit y ist gleich m mal x plus t, wobei m unsere Steigung ist und m wird ausgerechnet durch Delta x. Durch Delta y geteilt durch Delta x. Ja, und die zwei Werte brauchen wir jetzt. Wir brauchen Delta y und Delta x. Und im Endeffekt ist das nichts anderes als die zwei Stücke. Das hier ist unser Delta y und das hier ist unser Delta x. Somit kann man das jetzt hier recht schön ablesen. Unser Delta y, fangen wir mit dem an. Delta y ist ja unsere Koordinate, die y-Koordinate vom Punkt B minus die y-Koordinate vom Punkt A. Und das ist ja in unserem Fall 3 minus 1, also 2. Unser Delta x wird ähnlich berechnet. Delta x ist gleich die x-Koordinate von B minus die x-Koordinate von A. In unserem Fall 4 minus 1, also 3. Und somit hätten wir jetzt auch die Steigung berechnet. Wir haben Delta y und Delta x. Also m ist gleich 2 Drittel. Ja, das wäre auch schon der erste Teil des Tutorials. Wir haben jetzt unsere Steigung berechnet, der Geraden. Als nächstes möchten wir noch den y-Achsenabschnitt berechnen, also unser t. Um unser t berechnen zu können, benötigen wir jetzt sowohl die Steigung als auch die Koordinaten eines Punktes. Dass wir das Ganze nochmal vor uns haben, unsere Steigung haben wir ja ausgerechnet. M ist gleich 2 Drittel und unsere Punkte waren zum einen der Punkt A bei 1, 1. Und zum anderen der Punkt B bei 4, 3. Ja, wir haben die Steigung ausgerechnet und die Steigung setzen wir zunächst auch mal ein, nämlich y ist gleich 2 Drittel mal x plus t. Unser Ziel ist es jetzt t auszurechnen und dazu müssen wir natürlich y und x noch eliminieren bzw. für y und x einen Zahlenwert einsetzen. Und da haben wir jetzt die Möglichkeit, sowohl die Werte von a einzusetzen, als auch die Werte von b. Wichtig ist, nicht durcheinander bringen, sich für einen Punkt zu entscheiden, entweder a oder b. In dem Fall würde ich jetzt natürlich zu a tendieren, weil es leichter zu rechnen ist mit 1, 1. Und genau das machen wir auch, wir setzen das hier ein. Den y und den x-Wert von a, beides mal 1, plus t, kommen wir auf diese Formel. Und dann müssen wir das Ganze ja nur noch umformen. Und zwar mit geteilt durch
zwei Drittel. Nein, natürlich mit minus zwei Drittel. Mit minus zwei Drittel. Und somit kommen wir dann zu dem Ergebnis, t ist gleich ein Drittel. Ja, jetzt haben wir unseren y-Achsenabstand auch berechnet und können schließlich unsere Formel zusammensetzen. M haben wir ja gesagt, 2 Drittel und t ist gleich 1 Drittel. Und daraus folgt dann unsere letztendliche Funktionsgleichung mit y ist gleich 2 Drittel x plus 1 Drittel. Ja, jetzt haben wir die Funktionsgleichung unserer Gerade ausgerechnet, die wir vorhin durch die zwei Punkte eingezeichnet haben. Wenn wir keine zwei Punkte haben, beziehungsweise selber die zwei Punkte nicht einzeichnen können, sondern die Gerade von vornherein schon in ein Koordinatensystem eingezeichnet ist, ist das Einzige, was wir tun müssen, uns zwei beliebige Punkte auf der Gerade auszusuchen, die einigermaßen schön zum Ablesen liegen, auch wieder das Steigungsdreieck einzeichnen und damit genauso fortgefahren, wie das, was wir jetzt hier auch schon gemacht haben. Ich hoffe, ihr habt das bis hierher verstanden. Das ist eigentlich nicht allzu schwer gewesen. Und bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.